Ich will nicht eure Hände sehen. Ich will mit euch durch Wände gehen und mit Worten Brände legen. Kein Blatt vom Mund des Senders wegen. Dann herzlich willkommen zum Tagesrausch, heute aus Neukölln. Ich entschuldige mich für den schrecklichen Hall, den dieser Raum hat. Mein Audiorekorder ist leider noch mit Max Plenert unterwegs und nimmt den Vortrag auf, den Max gerade hält. Mehr dazu demnächst auf Max brandneuem Videokanal. Heute bei mir zu Gast Heide Hagen, suchtpolitische Sprecherin der Piraten in Berlin. Eigentlich war eine kleine Talkrunde mit den zwei Vertretern der Anträge für das Bundesprogramm der Piraten geplant. Leider ist Georg von der AG Drogen nicht gekommen. Dem werde ich demnächst mal nachreichen. Aber die Gelegenheit wollte ich trotzdem nutzen, euch ein bisschen Piratenpolitik nahezubringen. Und zwar in Person von Heide. Stell dich doch kurz mal den Zuschauern vor. Ja, ich bin seit 2007 Mitglied der Piratenpartei im Landesverband Berlin. Habe irgendwann angefangen, mich mit Suchtpolitik zu beschäftigen. Und habe mir das Grundsatzprogramm geschrieben. Ich habe zwei Söhne, die sind 20 und 21 Jahre alt. Ich wohne in Neukölln schon seit über 20 Jahren. Bin geborener West-Berliner. Mehr fällt mir nicht ein. So viel zur Person. Du hast ja schon angesprochen, dass du eine derjenigen in der Berliner Piraten bist, die das suchtpolitische Programm geschrieben haben. Ihr wart ja da beim Berliner Wahlkampf schon recht erfolgreich. Kannst du den Zuschauern kurz erklären, was so die Grundzüge des suchtpolitischen Programms sind? Ja, die Grundzüge sind so, dass wir eine völlig neue Suchtpolitik möchten. Deswegen nennen wir die auch Suchtpolitik und nicht Drogenpolitik. Wir sehen die bisherige Drogenpolitik als gescheitert an und möchten einen Paradigmenwechsel hin dahin gehen, dass der Mensch im Mittelpunkt stehen soll und nicht die Substanz. Das heißt, wir finden, dass Drogenpolitik ist nicht zielführend, indem man irgendwelche Substanzen verbietet, mehr oder weniger wahllos, sondern wir glauben, dass es unglaublich notwendig ist, jetzt mit diesem Substanzfaschismus aufzuhören und sich zu überlegen, wie man vernünftig mit Rauschsucht, mit Abhängigkeiten, mit dem Umgang mit Genussmitteln umgeht und haben auch deswegen eine neue Art und Weise der Formulierung uns überlegt. Deswegen sprechen wir eben jetzt von Suchtpolitik und nicht mehr von Drogenpolitik. Der Antrag, den ihr da für den Bundesparteitag in Offenbach eingereicht habt, der dann am Anfang Dezember stattfindet, der liest sich ganz gut. Besonders gut hat mir gefallen, dass da am Anfang sehr klar gesagt wird, dass die herrschende Repressionspolitik gescheitert ist. Ich habe aber relativ viel Feedback von neutraler Stelle gekriegt, die auch am Anfang eine Stelle gehabt hat, die nicht so leicht verständlich war. Und zwar schreibt ihr in dem Antrag, dass die herrschende Politik einen Schwarzmarkt schuf, der die Rechte von Nicht-Konsumierenden ignoriert. Kannst du den Zuschauern kurz erklären, inwieweit der Schwarzmarkt die Rechte von Nicht-Konsumierenden tangiert? Der Schwarzmarkt? So steht es hier im Programm. Ich kann nochmal. Die bisherige repressive, vorwiegend auf Abstinenz abziehende Drogenpolitik ist offensichtlich gescheitert. Sie schuf einen Schwarzmarkt, der weder Jugend- noch Verbraucherschutz kennt und die Rechte von Nicht-Konsumierenden ignoriert. Die Drogenpolitik schuf einen Schwarzmarkt und die Drogenpolitik ignoriert die Rechte von Nicht-Konsumierenden. Der Schwarzmarkt hat mit den Nicht-Konsumierenden eher weniger zu tun. Und was meint da Rechte von Nicht-Konsumierenden? Naja, unter anderem stellt man sich das so vor. Also ich meine, die meisten Leute sagen immer gleich, Nichtraucherschutz, schön und gut. Ja, aber das geht noch ein bisschen weiter, wenn man sich also überlegt, dass mehr und mehr eingeführt wird bei einer Einstellung in irgendeinen Job,
Leute einfach so erstmal auf einen Drogenkonsum getestet werden, also auf einen Konsum von illegalen Substanzen, ist es das Ignorieren der Freiheitsrechte dieses Menschen. Also es greift in unzulässiger Weise in seine Privatsphäre ein. Und das betrifft dann logischerweise auch jene, die gar nicht Drogen haben. Ja, natürlich. Wenn die alle wahllos irgendwie getestet werden, nur weil sie sich um irgendeinen Job bemühen, der möglicherweise gar keine Gefahrenlage in dem Sinne hat, dann ist das unzulässig. Eine weitere Einwand, der mich erreicht hat, ist, ihr bleibt in dem Programmentwurf relativ unkonkret, wie denn die Zeit nach der Repression aussehen soll. Da gibt es insbesondere den Satz, der Konsum und Erwerb von Genussmitteln muss legalisiert werden. Aber was meint ihr denn damit mit Legalisierung? Was für ein Modell schwebt euch davor? Gibt es da schon eine Idee zu den Abgabewegen etc.? Nee, da sind wir noch am Arbeiten dran oder werden noch weiter daran arbeiten, wie wir uns das konkret vorstellen. Für mich ist wichtiger erstmal, also ich meine, man kann von Drogenfachgeschäften und was weiß ich, kann man sich Gedanken machen drüber, aber für mich ist viel wichtiger erstmal sicherzustellen, dass wir eine umfassende Prävention und eine Änderung in der Informationspolitik bekommen, bevor jetzt erstmal alle Substanzen entkriminalisiert werden. Das heißt, natürlich, das muss einfach Hand in Hand gehen. Ich habe auch in dem Antrag keine Aussagen dazu gefunden, was ihr euch so an Altersgrenzen vorstellt. Wie soll ein Jugendschutz konkret ausgeschaltet werden in euren zukünftigen legalen Drogenmarkt? Soweit ich das überblicke, sind wir alle für ein Mindestalter erstmal gesetzlich geregelt von 18 Jahren. Einfach deswegen, weil es für die pubertierenden Jugendlichen nicht besonders günstig ist, wenn sie sehr viel konsumieren, einfach aus gesundheitlichen Gründen. Aber da müssen wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen drüber diskutieren, weil, wie wir ja schon gemerkt haben, sind Gesetze jetzt nicht unbedingt das Mittel, was hilft. Das heißt, auch im Bereich Jugendliche würdet ihr dann eher auf einen akzeptierenden Grundsatz setzen, als auf den Verboten? Auf jeden Fall, anders hat es gar keinen Wert. Habt ihr nicht Angst, dass das dazu führen würde, dass Rauschmittelkonsum verharmlost wird? Ich lese das oft in staatlichen Publikationen, dass solche akzeptierenden Ansätze dann das Risiko bergen, dass dann zum Beispiel halt die Vorstufen von Problemen nicht ernst genug genommen werden, dass dann Hilfsangebote zu spät gesucht werden, wenn die Abhängigkeit sich schon verfestigt hat oder sowas. Gibt es denn überhaupt akzeptierende Drogenarbeit in einem solchen Ausmaß, also akzeptierende Suchtprävention in einem solchen Ausmaß, dass man darüber echte Aussagen machen kann? Den Eindruck habe ich nicht. Ich glaube, das ist noch gar nicht wirklich, bis auf so kleinere Aktionen von Alice, ist da, glaube ich, passiert da nicht viel an den Schulen. Die Konzepte für diesen Bereich hast du jetzt auch noch nicht, die musst du halt dann mit Fachleuten noch ausarbeiten. Oder ja. Hast du da schon jemanden im Kopf, irgendwelche Teams, Vereine, was auch immer? Wie gesagt, also wir haben uns diese Präventionsarbeit von Alice mal angeschaut und die finde ich ziemlich gut, was sie da machen. Also wir haben uns auch mit denen schon mal zusammengesetzt und den Input von denen, mit denen mal ein schriftliches Konzept auszuarbeiten, wäre eigentlich eine der nächsten Schritte, die wir vorhaben. Dann soll an dieser Stelle die Einladung an Alice erfolgen, sich und die eigene Arbeit demnächst mal in einem Tagesrausch vorzustellen. Man muss ja nicht warten, bis dann tatsächlich die Zusammenarbeit mit den Piraten klappt, aber auch darüber berichte ich gerne. Wenn man euren Antrag so mal einfach ganz stumpf mathematisch aufschlüsselt, dann fällt auf, dass
da relativ viel Wörter verwendet werden wie Genussmittel und Verbraucherschutz und Rausch, aber so Begriffe wie Schutz oder Vorsorge sind verhältnismäßig selten. Woran liegt das? Bei anderen Veröffentlichungen in dem Gebiet ist die Gewichtung eher umgekehrt. Das liegt daran, also Vorsorge kommt nicht vor, weil es durch Prävention ersetzt ist. Ne? Aber auch Prävention war nicht in der Top 10 der Begriffe, die der Text beinhaltet. Tatsächlich, ja. Ja, also in der Reihenfolge der Häufungen Genussmittel, Suchtpolitik, Rausch, Verbraucherschutz, Jugend, Staat, Erwerb, Milliarden und Gesellschaft. Großartig. Also daran, glaube ich, kann man festmachen, dass wir den Menschen, um den es geht, nämlich der Genussmittel, also irgendwelche Substanzen, die ihm einen Mehrwert für sein Leben verschaffen, nicht bevormunden wollen. Wir wollen nichts regeln, wir wollen ihn nicht auf irgendeine Art und Weise gängeln oder ihn beschützen. Er soll selbstständig handeln können und er soll selbst entscheiden können. Und ich denke mal, das ist auch der Unterschied zu dem drogenpolitischen Programm. Ich weiß nicht, hast du da mal die Top 10 gemacht? Natürlich, auch die kann ich dir anbieten. Ja? Die Top 10 im drogenpolitischen Antrag, das ist der Konkurrenzantrag, der auf dem gleichen Parteitag dann besprochen wird. Da wären die Top 10 Drogenpolitik, Schutz, Gefahren, Umgang, Jugendschutz, Stoffe, Gesellschaft, Substanzen und alleine. Also da ist schon eine deutliche Akzentverschiebung hin zu bewahrenden Maßnahmen, eingrenzenden Maßnahmen, während bei eurem Antrag die Begriffe doch eher akzeptierend, befürwortend, hinnehmend sind, wenn ich das so mit meiner leidenhaften... Ich denke mal, dass wir versucht haben, eine positive Grundstimmung zu schaffen auch bei uns in der Wortwahl, einfach weil wir, wenn wir eine neue Politik wollen, müssen wir auch eine neue Grundlage der Herangehensweise schaffen und die kann man natürlich am besten, indem man erstmal auch neue Begriffe einführt. Wenn du jetzt die Gelegenheit nutzen möchtest, dann könntest du den Piraten, die sich dann auf dem Parteitag befinden und das vielleicht vorher schon mal sehen, noch eine kleine Botschaft mitgeben. 30 Sekunden, gehört die Kamera dir. Also ich möchte bitten, dass unser suchtpolitischer Antrag ins Grundsatzprogramm übernommen wird, weil er ein Antrag ist, der eine sehr piratische Ausrichtung hat, nämlich die Selbstbestimmtheit und die Eigenverantwortung. Das ist das, was Piraten immer wieder in jeder Hinsicht auf jedem Politikfeld für die Menschen fordern. Und das war der Grundtenor unseres Antrags. Gut, dann danke ich dir für die kurze Vorstellung. Wenn ihr Fragen an Heide habt, dann könnt ihr das per Internet machen. Die einschlägigen Adressen blende ich einfach mal ein. Oder ihr besucht das Kinskis, da ist immer am Dienstag Piratenstammtisch. Dienstag ab 19.30 Uhr. In Neukölln. Die Webadresse vom Kinski blende ich auch einfach mal ein. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ansonsten fragt. Ich frage gerne dann Heide auch nochmal. Vielen Dank. Bitte. Tschüss. Tschüss. Ja. Ich will nicht eure Hände sehen. Ich will mit euch durch Wände gehen. Und mit Worten Brände legen. Ein Blatt vom Mund ist in das Wegen.